Naja, wir haben schon in Kontakt geblieben. Wir haben im Sommer ein paar Mal telefoniert und auch bis seit der Saison angefangen hat, in Preseason ein paar Mal geschrieben und telefoniert. So Kontakt ist noch immer da. Ich freue mich vor allem, dass er die Chance bekommen hat, in Vechte als Trainer wiederzuarbeiten. Daher ist es auch sehr gut, dass er sowas bekommen hat. Das Spiel selbst ist für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel, wie jedes Spiel, aber beide stehen ein bisschen, hatten einen schlechten Anfang in der Saison und beide brauchen unbedingt einen Sieg und das wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, weil Vechte spielt im Moment besser und besser. Die haben Spieler von Verletzungen zurückbekommen, daher sind die jetzt komplett. Ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Stärken von Vechte, die spielen mit viel Energie. Die viel Intensität, Full-Court-Defense, ich finde, das ist so eine von den Stärken. Die haben so ein paar Spieler, die sind sehr spielerisch sehr gut. Salomu, ehemaliger belgischer Nationalspieler, Painoff, zurück von seiner Verletzung, spielt sehr stark. Inside haben die mit Clifford und Voorhees zwei gute Spieler. Barnett, ein athletischer Flügelspieler. Die haben schon ein paar individuelle, sehr starke Spieler und man sieht als Team, die wachsen ein bisschen besser zusammen. Naja, erstens wahrscheinlich mehr Punkte scoren als die, das ist immer ein guter Weg zu gewinnen. Nein, wir müssen auf jeden Fall konzentriert sein für 40 Minuten, physisch spielen für 40 Minuten, das ist der erste Schritt. Vor allem im vierten Viertel defensiv, konzentriert bleiben und die einfachen Dinge wegzunehmen, in Transition, Rebounds kontrollieren. Und einfach als Offensiv unsere Chancen nutzen und wenn wir einen Vorteil kreieren aus unseren Setplays und den Ball laufen lassen, dann einfach versuchen, die Punkte in der Zone zu gewinnen. Versucht den Rebound, sagen wir Rebound-Battle zu gewinnen und auch die Transition-Punkte. Das ist so für mich die drei wichtigen Dinge.